Der Smithfield-Fleischmarkt in London. Hier wird am 23. August 1305 William Wallace auf grausame Weise exekutiert. Man vierteilt seinen Körper. Niemand in Schottland protestiert, denn König Edward hat eine nationale Schande hinrichten lassen. Es geht um Glauben, nicht um Geschichte. Gemessen an eigenen Maßstäben war Wallace ein Versager. Wallace kämpfte unbeirrt gegen Edward I., doch letztlich stand er allein da. Seine Popularität war zu allen Zeiten ungebrochen. Er ist wie eine leere Leinwand oder ein Bildschirm, auf dem man alles projizieren kann. In den Jahrhunderten nach Wallaces Tod hat sich seine öffentliche Wahrnehmung verändert. Bücher, ein Monument und sogar ein Hollywood-Film haben ihn unsterblich gemacht. Jedes dieser neuen Leben erzählt eine andere Geschichte. Und die Legende William Wallace wuchs und wuchs. Es gibt nur sehr wenig Verbürgtes über sein Leben. Wir wissen nicht einmal, wie er aussah. Einige Aufzeichnungen aus dem 14. Jahrhundert, ein halbes Dutzend Dokumente und ein Wachssiegel. Mehr steht Historikern nicht zur Verfügung. Was wir über diesen Mann wissen, stammt aus der Zeit von 1297 bis 1305. Das sind nur 8 Jahre, aus denen wir schöpfen können. Und doch hat sich eine unglaublich facettenreiche Persönlichkeit vor uns entfaltet. Wallace ist ein weitaus vielschichtigerer Charakter, als der Mythos ihn erscheinen lässt. Ein Mythos, der auf wenigen wichtigen Ereignissen in Wallaces Leben fußt. 1292 fordert Englands König Edward die Unterwerfung des schottischen Königs Jean de Balliol. Als dieser sich weigert, muss er abdanken und Schottland wird besetzt. 1297 ruft Wallace zu den Waffen. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit besiegt er die Engländer in der Schlacht bei Stirling Bridge. Doch ein Jahr später stellt König Edwards Armee Wallace bei Falkirk und schlägt die Schotten. Das war der Beginn der Unabhängigkeitskriege, deren Ende Wallace nicht mehr erleben sollte. 1305 wird er als Hochverräter hingerichtet. Es ist nichts Mythisches an der Tatsache, dass ein Mann aus vergleichsweise bescheidenen Verhältnissen eine Volksarmee gegen die Engländer anführt und sie besiegt. Ebenso wenig ist es ein Mythos, dass Wallace bei Falkirk geschlagen wurde. Dafür gibt es genügend Gründe. Er fand einen überaus grauenhaften und entsetzlichen Tod. Und das vor allem hat Wallace unsterblich gemacht. Eine Reihe mythischer Eigenschaften und Ereignisse in seinem Leben sind erst von späteren Generationen hinzugedichtet worden. Das muss man wissen, wenn man diesen außergewöhnlichen Mann begreifen will. Während der vergangenen 700 Jahre wurde Wallaces Geschichte oft erzählt. Und jedes Mal wurde sie ein wenig verändert. Historisch gesehen ist so wenig Gesichertes über ihn bekannt, dass ihn sich jeder zurechtbiegen konnte. Damit wird er für die unterschiedlichsten politischen Richtungen kompatibel. Irgendwie passt er überall rein. Dafür eignet er sich bestens. Zumal es keinerlei heikle Details gibt, die das Bild trüben könnten. Und so hat man einen jeweils passenden Wallace auf den Bildschirm projiziert. Egal in welcher Zeit. Historical moment you're talking about. Nach seinem Tod gerät Wallace 170 Jahre lang in Vergessenheit. Erst um 1475 erweckt ihn ein blinder Dichter zu neuem Leben. Er begründet die Mythen, die bis zum heutigen Tag fortbestehen. Ohne Zweifel hat Blind Harry zum Großteil die Vorstellungen geprägt, die wir heute mit Wallace verbinden. We tend to think about. Seine Statur maß 2,3 Meter, ward er gemessen, ohne Flunkerei. Die Spanne zwischen den Schultern wird auf 70 Zentimeter vermutet. Solch Größe und Stattlichkeit heutzutage durchaus seltsam anmutet.
Seine Brust geschwellt, der Nacken stark und breit. Mit schwingender Hand die Arme kräftig, sie reichten weit. Tief in der Stimme mit gesunder Haut als Warzi gemalt. Ein ebenmäßig Gesicht, das in Würde erstrahlt. Blind Harry zeichnet das Bild eines Kämpfers. Er rühmt seinen Mut und bereitet damit die Bühne, auf der Wallace als Held auftritt. Wallace ist groß, sein Schwert ist groß. Er musste zwangsläufig ein gewaltiger Held sein. In englischen und schottischen Chroniken, offiziellen Geschichtsbüchern, die viele Jahre nach den Ereignissen geschrieben wurden, wird Wallace erwähnt, jedoch keinerlei Details. Die erfindet Blind Harry dazu. Sein Poem A Wallace ist mehr als 11.000 Zeilen lang. Blind Harrys Poem ist ein großartiges dichterisches Werk, bei weitem umfangreicher und detaillierter als sämtliche Texte, die in den davorliegenden 200 Jahren über Wallace verfasst wurden. Harry fügt alle möglichen Schauplätze, Schlachten, gute Menschen und finstere Schurken hinzu. Es wird berichtet, wie er als Gesetzloser im Wald lebt und 15 Engländer besiegt. 5 am Morgen, 5 zur Mittagszeit und 5 am Abend. Es ist eine endlose Aneinanderreihung von Übertreibungen. Was meinem Land angetan ward, schreit nach Rache. Dieses Schwert ist begierig, ihm dürstet nach Blut. Ich will es baden in blutiger Flut. Der von Blind Harry beschriebene Wallace ist eine Kampfmaschine. Ein absolut mörderischer Waffenmeister, der geradezu im Blutrausch dem Feind nachstellt. Heutzutage wäre sein Handeln ganz und gar untragbar. Wallace schlachtet jeden, der sich ihm in den Weg stellt, ganz einfach ab und lässt ihm nicht die geringste Chance. Gnade kennt er nicht. Aber dieser blutrünstige Wallace gefällt den Leuten offensichtlich. Der Schöpfer dieses Gedichts könnte auch Quentin Tarantino gewesen sein. Voll Zorn zog er sein Schwert und mit einem einzigen Hieb er den Verräter erschlug, der nicht konnte fliehen. Da lag er, der kopflose Klumpen, der einst war ein Mann, der weil das Leben aus seinem Haupt heran. Aus dem wenigen ihm zur Verfügung stehenden Material lässt Blind Harry neue Mythen entstehen. Die Ereignisse werden aufgebauscht. Die Wallace-Legende ist geboren. Selbstverständlich möchten wir möglichst viel über ihn wissen, über seine Herkunft, seine Taten und den Antrieb dazu. Doch Historiker können diese Fragen nicht annähernd befriedigend beantworten. Uns vorliegende Hinweise lassen sich nicht durch zeitgenössisches Beweismaterial untermauern. Der historische Wallace gibt also nicht allzu viel her. Harrys Gedicht beantwortet unsere Fragen. Man erfährt, wer Wallace war, wo er herkam und warum er tat, was er tat, was er über Zeitgenossen dachte und wie er zu einer derartigen Bedeutung gelangen konnte. Uns fehlt jedwede Bestätigung für viele Begebenheiten, von denen Blind Harry berichtet. So lässt er Wallace in Teilen des Landes auftreten, in denen er zum beschriebenen Zeitpunkt gar nicht gewesen sein kann. Und das geschieht nicht nur einmal. Man muss bedenken, dass es sich um eine Mischung aus poetischer Lobpreisung und einem eher schlechten Historienschinken handelt. Der Autor nimmt sich die Freiheit, Spannung aufzubauen und geht mit den Fakten eher locker um. 1297 beginnt Wallace seine Revolte gegen die englische Besatzung, indem er den Sheriff von Lanark tötet. Laut Blind Harry rächt er damit die Ermordung seiner jungen Frau. Schwören will ich dir, dies Schwert nimmer in seine Scheide zurückzuschieben, bis den Tod ich gerächt von meiner Herzenslieben. Auf in die Schlacht, wütend soll der Stahl, um ihretwillen soll sterben 10.000 an der Zahl. Wir wissen nicht, warum Harry darauf besteht, dass Wallaces Motivation unbedingt aus dem Verlust seiner Frau oder Geliebten namens Marion
und möglicherweise weiteren Familienmitgliedern erwachsen ist. Auch das könnte wieder zur Art gehören, wie Harry sein literarisches Motiv vorantreibt. Es passt zu dieser Artus- oder Ritterromanze, dass Wallace durch den Sheriff von Lanark ein Unrecht zugefügt wird und dass er dieses Unrecht aus der Welt schafft. Der Anlass für den Widerstand könnte auch weitaus weniger romantisch gewesen sein. In jedem schottischen Schloss machten sich englische Sheriffs breit, die damit befasst waren, Steuern für ihre Regierung einzutreiben. Es war also im Geldbeutel, wo es den Schotten am meisten wehtat. Die Menschen fanden sich zunehmend rechtloser und fühlten sich unterdrückt. Und sie begannen lautstark dagegen zu protestieren. Der Höhepunkt dieser Unzufriedenheit spiegelt sich in einem der berühmtesten Ereignisse der schottischen Geschichte wider. Und gerade das geht zwischen den Schlachten in Blind Harrys Gedicht fast unter. Es war die Schlacht bei Stirling Bridge, die Wallace seinen Ruf als Kriegsheld einbrachte. Faktisch als auch in den Legenden. Dort die Sammlung der mutigen Schotten gewesen sein muss, getragen von Kühnheit und festem Entschluss, gegen Edward zu kämpfen, den gemeinsamen Feind. Lieber sterben als nimmer geeint. Der Tag der Schlacht, nun ist er gekommen. Die Engländer stoßen vor, all ihre Kraft zusammengenommen. Und 50.000 marschieren ums Sechsfache überlegen. Doch Wallace dacht nie ans Verlieren. Der Rest bezog Stellung am Burghügel, dem Stillen, und jeder, so dacht man, bekäm seinen Willen. Die Schotten dicht beieinander, sie blieben, auf offenem Feld, auf der anderen Seite drüben. Wallace hatte seine Truppen an der Abbey Craig versammelt, dort, wo heute das Wallace Monument steht. Auf der anderen Seite des Flusses Forth, auf dem Burghügel, stand die englische Armee. Zwischen ihnen eine hölzerne Brücke, ein kleines Stück flussaufwärts von dieser hier. Eine Karte aus dem Jahr 1250 zeigt, wie wichtig diese Brücke war. Denn sie ist die einzige Verbindung zwischen dem schottischen Hochland und dem Rest des Landes. Entscheidend war, dass die Engländer über die Brücke mussten. Damals war es üblich, dass eine Armee, die eine Brücke überquerte, nicht angegriffen wurde. Erst wenn alle drüben waren und sich formiert hatten, hieß es: Okay, Burschen, dann wollen wir mal. Die Schotten warteten aber nur, bis genügend Soldaten die Brücke passiert hatten, um einen erfolgreichen Angriff zu starten. Ansonsten hätte ihre kleine Armee keine Chance gehabt. Was 50.000 englische Narren kamen zuhauf. Voll Stolz marschierten sie gegen nur 9.000 Schotten auf. Die Schotten zogen heftige Schläge über den 20.000, die gekommen waren, herüber. Wallace dank seines großen, scharfen Schwerts zerschnitt auch dem härtesten Feind das Herz. Blieben 30.000, die, kurz gesprochen, wie Feiglinge flohen, sich ohne einen Schwertstreich verkrochen. Schottland ist nun frei, lebt in Frieden und Ruhe. Die Engländer flohen heim und wandten sich ihrem Käse zu. Den Schotten brachte dies gewaltigen moralischen Auftrieb. Doch genau genommen sorgten sie damit für die Fortsetzung des Krieges. Für Edward war es von nun an eine persönliche Angelegenheit. Er sollte nicht ruhen, bis er Schottland ein für alle Mal in die Schranken gewiesen hatte. Der Sieg von Stirling Bridge war mehr als erstaunlich. Schottland war zu dieser Zeit kaum bekannt und die Menschen in Europa griffen zu ihren Atlanten. Wo in aller Welt liegt dieses Schottland? Was ist das für ein Land, das die schlagkräftigste Militärmacht Europas besiegt hat? Die schlagkräftigste? Nein. Das mächtigste Heer in Europa, das englische, war von einem Haufen schottischer Raubeine geschlagen worden. Natürlich war es ein gewaltiger, unheimlich wichtiger Sieg. Aber möglicherweise lag seine Bedeutung auch darin, dass Edward I. von nun an dafür sorgen würde, dass so etwas nie wieder passiert. Und so war es ja auch. Für Blind Harry ist Stirling Bridge eine weitere Chance, seinen Helden hochzujubeln.
Blind Harry vermittelt den Eindruck, als habe Wallace die ganze Zeit allein agiert. Das ist eine verfälschende Darstellung, eine, von der wir uns auch heute noch nicht ganz losreißen können. Die Schlacht von Stirling Bridge galt 700 Jahre lang als Wallaces Sieg. Aber es gab einen zweiten Heerführer, Andrew Murray. Okay, er wurde nicht gehängt, kam nicht auf die Streckbank und wurde nicht gevierteilt. Er fand während der Schlacht den Tod. Ich fürchte, die Nachwelt hat ihn zu Unrecht vergessen. Wallace steht in den Geschichtsbüchern, aber Murrays Rolle war mindestens genauso wichtig. Sir Andrew Murray hat sich bereits einen Namen gemacht, als er im Norden Schottlands Aufstände gegen die Engländer anführt. Im Gegensatz zur Legende ist Wallace also nur einer von vielen Freiheitskämpfern. Wir wissen von anderen Revolten. So gab es im Dezember 1296 eine sehr interessante Zusammenkunft in der Abtei von Paisley. Dort trafen sich Sir James Stuart und der Bischof Wishart von Glasgow sowie ein, zwei andere Personen. Es scheint so, als wären sie die Hintermänner von Wallace gewesen, aktive Unterstützer des Widerstands. Es ist auch bekannt, dass Sir William Douglas an den südöstlichen Grenzen aktiv war. Und möglicherweise gab es noch viele andere Aufrührer. In den Chroniken finden sich Andeutungen bezüglich Revolten in Galloway und Dumfrieshire. Fügt man das alles zusammen, und dabei handelt es sich nur um Bruchstücke unvollständiger Aufzeichnungen, entsteht eine Art Bogen. Eine Linie, die sich vom Südwesten hinab bis nach Galloway und Dumfries hinzieht, über die Grenze hinaus. Auch im hohen Norden gab es Aktivitäten. Die Frage ist also eher, wo hat es keinen Aufruhr gegeben? Blind Harry vereinfacht eine komplexe Situation und erschafft einen Schwerpunkt für seine Geschichte. Er hält sich nicht an die Biografie von Wallace, sondern benutzt ihn, um eigene Standpunkte zu vertreten, 170 Jahre nach dessen Tod. Seit jeher haben Menschen die Geschichtsschreibung für ihre eigenen Zwecke genutzt. Und so ist es kein Wunder, dass die Wallace-Geschichte auf eine mehr zeitgenössische Schiene verlagert wurde. Sie folgte also nicht der auf Fakten basierenden Realität des Wallace aus dem späten 13. und frühen 14. Jahrhundert. Als Blind Harry sein Epos schreibt, schlägt König James III. Eine Allianz mit England vor. Ein keineswegs populärer Vorschlag. Für viele Schotten war England noch immer der Erzfeind. Sie wollten kein Bündnis mit England und pochten auf ihre Unabhängigkeit. Viele Menschen waren für die Freiheit Schottlands gestorben. In Blind Harrys Gedicht gibt es eine geradezu exemplarische Passage. Vergesst nicht, wer wir sind, die Opfer, die wir gebracht haben. Und jetzt sind wir vielleicht dabei, unsere Vergangenheit an sie zu verkaufen. Von Patrioten, die aufrechterhalten unser Recht aus uralter Zeit, sich ihren Feinden, angefüllt mit boshafter Wut, entgegenstellten mit dem Schwert in der Hand voll Edelmut. Davon will ich künden, solang in mir ist Leben, solang mir die Kraft bleibt, Feder und Zunge zu heben. Es gibt Brüche in Harrys Gedicht. So vermischt er häufig Wallaces Realität und geschichtliche Ereignisse, die erst viel später stattfanden. Beispielsweise den Umstand, dass England einen selbst ausgerufenen Waffenstillstand gebrochen hatte. Dann sprach Wallace: O Engländer, ihr alle habt geschworen, doch größere Schurken wurden nie geboren. Verräter, ihr habt Frieden versprochen, doch ihr habt die Waffenruhe und das Siegel gebrochen. Es handelt sich um einen Waffenstillstand, der zu Harrys Lebzeiten ausgearbeitet wurde, damals also ein aktueller Bezug. Ursächlich hat dieser Vorgang gar nichts mit Wallace zu tun. Blind Harry erschuf eine eindrucksvolle Figur, die stets warnte: Hütet euch vor den Engländern. Für das 15. Jahrhundert eine enorme politische Botschaft. Und es ist Harry egal, ob sie es auch schon in früheren Jahrhunderten war.
Blind Harry projiziert seine eigene politische Meinung auf das Wenige, was über William Wallace bekannt ist. Damit hat er ihm zum neuen Leben verholfen. Der Mythos um Wallace wird zum festen Bestandteil schottischer Kultur. 1722 wird Blind Harrys Poem von William Hamilton sprachlich überarbeitet. Diese moderne Version der Wallace-Geschichte gerät zum Bestseller. Neben der Bibel ist es das wohl meistgelesene Buch in Schottland. Es war der Harry Potter seiner Zeit, könnte man sagen. Man muss sich nur mal die Inventare der Buchhändler in Edinburgh und Glasgow ansehen. Ihre Testamente beinhalten auch die Inventarlisten ihrer Geschäfte. Und darin finden sich hunderte Ausgaben von Blind Harrys Wallace. Es erscheinen Volksausgaben, zehnseitige Heftchen mit einem Wallace in Kurzfassung. Es sind Versionen von Blind Harrys Text. Die Geschichte war stark umgestellt worden, um sie auch für eine gehobene englischsprachige Leserschaft attraktiv zu machen. Denn Harrys Blutvergießen mochte man nicht, ebenso wenig die exzessive anti-englische Einstellung. Im 19. Jahrhundert wurde die Wallace-Geschichte neu geschrieben. Es war immer noch Blind Harrys Geschichte, aber eine für das damalige Publikum akzeptablere. 1810 wird Blind Harry erneut bearbeitet. Diesmal als Roman von Jane Porter. Die Geschichte von William Wallace ist ständig modifiziert worden, um sie für das Publikum der jeweiligen Epoche relevanter zu machen. Das gilt insbesondere für die Rezeption seines Heldentums. Aber jede Generation ist damit ein wenig anders umgegangen. Im 20. Jahrhundert erscheinen sogar Comics, die die Wallace-Geschichte auch einem jüngeren Publikum näher bringen. Lasst uns Rache nehmen und das Joch des Tyrannen brechen. Wir folgen dir, Wallace. Sollte ich getötet werden, kämpft unbeirrt weiter. Denn sonst werdet ihr schon bald wieder Edwards Sklaven sein. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts lässt sich jeder, der ein Buch oder ein Gedicht schreiben kann, über Wallace aus. Kaum zu glauben, aber es gibt keine andere Gestalt in der schottischen Geschichte und vermutlich auch darüber hinaus, von der eine derartige Faszination ausgeht. Irgendwie hat Wallace jeden beeinflusst. Das gilt auch für einen der berühmtesten Dichter Schottlands, Robert Burns. Sein Scots wha hae wi Wallace bled wird zu einer der inoffiziellen Nationalhymnen Schottlands. Burns in particular. Es war Burns, der sagte, die Geschichte um Wallace spült eine derartige Flut von Vorurteilen in meine Venen und lässt sie so lange darin kochen, bis sich die Schleusentore des Lebens zur ewigen Ruhe schließen. Was meint er damit? Worum geht es ihm dabei? Die Antwort ist, für ihn ist Wallace ein ganz gewöhnlicher Mann. Der gewöhnliche Mann ist zu Burns Lebzeiten eine populäre Metapher. Freiheitskämpfe in Frankreich und Amerika machen gewöhnliche Männer wie George Washington zu Volkshelden. Für Robert Burns war George Washington die amerikanische Verkörperung der schottischen Freiheitskämpfer William Wallace und Robert Bruce. Ein größeres Kompliment hätte er Washington nicht machen können, zumal Wallaces Freiheitsideen mit denen von Burns übereinstimmten. Für Burns stand außer Zweifel, dass jeder Mensch dazu in der Lage ist, einer großen Idee zu dienen, sich zu lösen von der Schwere und Bedrängung seines Schicksals und stolz für etwas einzutreten. Burns glaubte, dass ein solches Verhalten den Menschen verändern würde und, wenn man so will, jeder von uns zur Legende taugt. Dank Blind Harry und den von ihm inspirierten Autoren ist Wallace nicht mehr die in Vergessenheit geratene Schande Schottlands. Er hat eine literarische Wiedergeburt erfahren. Das 19. Jahrhundert haucht Wallace ein weiteres neues Leben ein. Diesmal in Stein gehauen. Es ist das Zeitalter der Monumente. Die Nationen suchten nach ihrer Identität und Monumente spielten dabei eine wichtige Rolle. Die Botschaft war, das ist es, wofür euer Held eingetreten ist und dafür muss auch die ganze Nation einstehen.
Das erste für Wallace errichtete Monument entsteht an der Grenze in Dryburgh. Die 6,5 Meter große Statue wird 1814 fertiggestellt. Das Monument bei Dryburgh ist auch heute noch außerordentlich beeindruckend, schon wegen seiner Größe. Dazu kommt der wundervolle Standort hoch über dem Tweed, der diesen Eindruck noch verstärkt. Der Blick des steinernen Riesen geht in die Eildon Hills, ein wirklich majestätisches Denkmal. Heldenverehrung in solcher Größe kennzeichnet diese Zeit. Dabei ist die Statue bei Dryburgh für die viktorianische Vorstellung, Wallace Anerkennung zu zollen, noch recht bescheiden. 1856 wird ein Wettbewerb für den Entwurf eines nationalen Wallace-Monuments ausgerufen. Von den 106 eingereichten Entwürfen wählt man einen aus. Der schottische Löwe zerfleischt einen englischen Typhon. Ein mythologisches Wesen, halb Mensch, halb Schlange. Nach Bekanntwerden der Entscheidung gab es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit. Eines der Mitglieder des Komitees schrieb, es herrsche Unzufriedenheit und allgemeines Missfallen. Der hauptsächliche Einwand gegen den Löwen mit dem Typhon war, dass er England verärgern könnte. Jetzt, da Schottland und England in der Union vereint sind, wäre dieses Denkmal eine Kränkung. Und so verwirft das Komitee den Entwurf zugunsten eines Sandsteinturms. Die Tatsache, dass man sich auf diesen pompösen Turm geeinigt hat, ist genau genommen das Symbol für einen bewusst klein gehaltenen Konservatismus. Das Wallace Monument durfte nicht kontrovers sein. Einerseits musste es für die Schotten akzeptabel sein, andererseits sollte es kein Symbol für Kampf und Widerstand werden. Glorifikation ja, aber neutral genug, um niemanden zu verärgern. Eines Mannes zu gedenken, der 1297 die Engländer besiegt hatte, barg schon genug Risiko in sich. Und wie gesagt, wir wollten keinen Ärger. Die Menschen der viktorianischen Epoche verhalten sich ähnlich wie Blind Harry. So soll mit dem Monument die Vergangenheit der Nation gefeiert werden, gleichermaßen jedoch auch Schottlands Platz in Großbritannien und dem britischen Empire. Man argumentierte, wenn Wallace nicht gewesen wäre, wäre Schottland erobert worden, hätte es seine Eigenständigkeit verloren. Erst die von Wallace initiierten Unabhängigkeitskriege schufen die Voraussetzung dafür, dass 1707 diese Einheit aus zwei getrennten Ländern entstehen konnte. Wallace wurde also auf eine Weise, die heutzutage niemand akzeptieren würde, als Einiger dargestellt. Überall in Schottland stehen Monumente, aber keines verkörpert so verschiedenartige Intentionen wie das nationale Wallace-Monument am Schauplatz des größten Sieges von Wallace. In Ansprachen jener Zeit hieß es, niemand soll die Union schwächen. Wir wollen eine starke Union, aber Schottland muss gleichberechtigt bleiben. Wallace stand also da und kämpfte, symbolisch gesehen, für die Einheit. Das nationale Wallace-Monument war von Anfang an unzweifelhaft als britisches Monument gedacht. Es sollte die Bedeutung Schottlands vermitteln und dessen großen Anteil an der Einigung Britanniens. Wallace repräsentierte also die Vorstellung, dass Schottland ein gleichberechtigter Partner in der Union mit England sei. Und er stand für den Heroismus, den Schottland in die Gemeinschaft einbrachte. Eigenschaften, die auch im Ausland bewundert werden. Die Helden des neuen italienischen Nationalstaates, Mazzini und Garibaldi, unterstützen in Briefen den Bau des Monuments. Als die Wallaces Italiens bekannt, stehen beide an der Spitze einer europäischen Nationalbewegung.
Es ist schon ein Paradoxon schottischer Geschichte, dass zu einer Zeit, in der Wallace außerordentliche Popularität in Schottland genießt, es dort keinen gegen die Union gerichteten Nationalismus gibt. Wallace war also ein Idol für nationalistische Gruppierungen der Mittelschicht in ganz Europa. Den Menschen in Schottland gefiel die Vorstellung, dass Wallace als eine Art omnipotentes Symbol für andere Nationalisten in Europa galt. Als die London Illustrated News von der Vereinigung Italiens und dem ersten Nationalfeiertag dort berichtet, steht auf derselben Seite eine Meldung zum Wallace-Monument. Die schottische Öffentlichkeit hat das britische Monument mehrheitlich akzeptiert. 80.000 Menschen kommen zur Grundsteinlegung. Bezeichnenderweise bestand die Mehrheit der Leute, die gekommen waren, aus Bauern, Arbeitern und Angehörigen der Mittelklasse. Für sie ist dies ein schottisches Monument. Doch die meisten Menschen, denen der Bau des Denkmals am Herzen liegt, wollen, dass sich jeder Mann in Britannien mit ihm identifizieren kann. Wallace wurde als Sinnbild all jener Tugenden dargestellt, die die Mittelklasse am meisten bewunderte. Seine Fähigkeiten und Talente hatte er sich selbst erarbeitet. Und seine gesellschaftliche Position war nicht die Folge eines Geburtsrechts. Für die schottische Mittelklasse war Wallace also das ideale Symbol. Trotz der Begeisterung für Wallace verläuft der Bau des Monuments nicht immer glücklich. Wie auch bei jüngeren öffentlichen Bauwerken kommt es wiederholt zu Kontroversen. Die Parallelen zwischen dem Bau des nationalen Wallace-Monuments und dem des schottischen Parlamentsgebäudes sind verblüffend. Es gab Riesendiskussionen um die Ausführung. Sie überstieg das Budget bei weitem. Letztlich kostete das Wallace-Monument dreimal so viel wie ursprünglich angedacht. Auch wenn der Architekt die Fertigstellung noch erlebte, war er doch von schwerer Krankheit gezeichnet. 1869 wird das National Wallace Monument schließlich eröffnet. Es ist 67 Meter hoch und man hat 8 Jahre gebraucht, um es zu errichten. Für die viktorianische Epoche ist das Monument nicht nur eine Verherrlichung von Wallace und der Union. Wallace gilt außerdem als perfektes Beispiel dafür, was ein gewöhnlicher Mensch erreichen kann. Im Inneren des Monuments werden Männer geehrt, die durch Arbeit und Hingabe Berühmtheit erlangt haben. David Livingstone, Adam Smith, Robert Burns, um nur einige zu nennen. Das viktorianische Ideal, es deckte sich auch mit Burns' Vorstellungen, basierte auf der Annahme, dass Wallace ein armer Junge war. Einer, der auf die harte Tour in seine Stiefel hineinwuchs. Dabei wissen wir nicht einmal, ob er überhaupt welche trug. Dieses Ideal hatte jedoch nichts mit der Wahrheit zu tun. In Wirklichkeit entstammte er einem ziemlich wohlhabenden Elternhaus und genoss eine dementsprechende Erziehung. Er war also von Anfang an mit gewissen Privilegien ausgestattet, vergleichbar mit einem heutigen Mittelklassejungen. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass der Name seines Vaters Alan war und dass er irgendwo aus dem Südwesten kam, Lanarkshire oder Ayrshire. Wenn er Engländer gewesen wäre, hätte er zweifelsohne zu den Freisassen gehört. Ein Bauer also, kein Höriger, aber mit Sicherheit auch kein Adliger. Er war also niemand, von dem man erwarten konnte, dass er zum Volkshelden aufsteigt, dass er einen Platz in den Geschichtsbüchern einnehmen würde. Doch er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Darüber besteht absolut kein Zweifel. Nach der Schlacht von Stirling Bridge wird Wallace Guardian of Scotland. Er nennt sich Sir William, obgleich niemand sagen kann, wer ihn zum Ritter schlug und wo dies geschah. Nun betritt er auch die internationale Bühne und korrespondiert mit Handelspartnern in Europa.
An Wallace als Geschäftsmann denkt heute kaum noch jemand. Der Wallace also, der gesagt hat, hey, erinnert euch an Schottland, es gibt uns und wir haben unser Schicksal selbst in die Hand genommen. Diese allgemein ignorierte Seite von Wallace halte ich für sehr wichtig. Nach Stirling wäre es für Wallace ein leichtes gewesen, den Weg eines Kriegsherrn einzuschlagen. Eines Mannes, der seine gewonnene Machtposition für den eigenen Vorteil nutzt. Doch wir sehen einen Mann, der vorausdenkt, der Schottland wieder zu einem Königreich machen will. Auf der Suche nach Beistand gegen Edward reist Wallace auch an den französischen Königshof und nach Rom. Das weist auf einen Mann mit Bildung hin. Jemanden, der auch mehrsprachig kommunizieren kann. Denn mit seinem Renfrewshire-Akzent wäre er am Hof von Frankreich oder beim Vatikan wohl kaum gehört worden. Wallace muss also ein ziemlich einflussreicher Mann gewesen sein. Etwas, das viele Historiker mit ziemlicher Regelmäßigkeit außer Acht gelassen haben. Er ist nicht der vom Blutrausch getriebene Mann, der nur an Schlachten denken konnte. Nein, Wallace hatte eine Vision, die er niemals aufgab. In gewisser Weise schadet diese charakterliche Zweidimensionalität der Legende von Wallace. Denn er konnte nicht nur mit dem Schwert seinen Führungsanspruch untermauern, sondern auch mit seiner bloßen Präsenz und der Art, Probleme anzupacken. Für die Menschen des viktorianischen Zeitalters verkörpert das Monument einen Self-Made-Man, der an Schottlands Gleichstellung mit England geglaubt hat. Für heutige Besucher ist er ein Nationalist und Freiheitskämpfer. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wird Wallace ein drittes Mal wiedergeboren. Im Kino. Im September 1995 erobert Braveheart die Kinokassen im Sturm. Mel Gibsons Version der William Wallace Story wird mit 5 Oscars ausgezeichnet. Ich erinnere mich, wie ich als Student in der letzten Reihe im St. Andrews Cinema saß, umgeben von Kommilitonen der schottischen Geschichtsfakultät, die sich über die historischen Fehler aufregten. Doch es war schließlich ein Hollywood-Film. Und bei aller Kritik muss man zugeben, dass darin ein Wallace porträtiert wurde, der im Wesentlichen auf Blind Harry zurückgeht. Und dagegen ist prinzipiell ja nichts einzuwenden. Mit Braveheart findet die Legende, die im 15. Jahrhundert aufgeschrieben wurde, ihren Weg ins 20. Jahrhundert. Die extreme Sprache, die Aggressivität, die Englandfeindlichkeit und die groben Charakterzeichnungen im Film, das alles finden wir auch bei Blind Harry. Braveheart ist kein besonders guter Film, aber eine brauchbare Version von Blind Harry. Also als Interpretation von dessen romantischem Gedicht, ja, historisch betrachtet, nein. 1289 stehen Edward und seine Armee Wallace bei Falkirk gegenüber. Laut Legende, von Blind Harry bis zu Braveheart, wird Wallace von Schottlands Feudalherren verraten. Denn im entscheidenden Moment der Schlacht zieht sich die Kavallerie zurück. Ein Jahr nach dem Sieg bei Stirling macht dieser Verrat Wallace zum Verlierer. In jeder guten Geschichte wird der untadelige Held verraten. Denn er versagt ja nicht grundlos. Eigenes Versagen ist ausgeschlossen, sonst wäre er nicht der Held. Also muss eine Erklärung her. In den frühesten Aufzeichnungen der Vorgänger um Wallace im 14. Jahrhundert wird Falkirk dafür herangezogen. Wie konnte er bei Falkirk verlieren, wo er doch ein Jahr zuvor bei Stirling Bridge so glänzend gesiegt hatte? Die Erklärung lautet: durch Verrat der schottischen Aristokratie. Blind Harry behauptet, dass Wallace in Falkirk gesiegt hätte, wenn die schottische Kavallerie an Ort und Stelle geblieben wäre. Tatsächlich aber wurde die Schlacht von englischen Bogenschützen gewonnen. Wahrscheinlich war es eines der ersten Male, dass Bogenschützen einen Kampf entschieden.
In Braveheart ist beides zu sehen. Der Verrat durch den schottischen Adel und nachfolgend die todbringenden Bogenschützen. What's that? Terrible. Der fürchterliche Pfeilregen löste ein völliges Chaos aus. Die Engländer waren natürlich zu weit entfernt, als dass die schottische Kavallerie sie hätte angreifen können. Davon abgesehen wäre auch die englische Kavallerie in dem Fall nicht tatenlos geblieben. Der schottische Adel dachte, wir können hier sterben, was ja auch der Fall war, oder wir hauen ab und kämpfen ein andermal weiter. Und genau das taten sie vernünftigerweise. Nun ist so ein Rückzug nicht besonders glorreich. Aber Fakt bleibt, dass auch William Wallace das Schlachtfeld verließ und damit die gleiche Entscheidung traf. Dafür braucht man sich nicht zu schämen. Im Hundertjährigen Krieg fanden auch die Franzosen kein Mittel gegen Bogenschützen. Es war eine neue Technik, auf die sich die Schotten nicht einstellen konnten. Und das, so fürchte ich, ist die Geschichte hinter Falkirk. Man war auf die Kriegsführung der Zukunft getroffen und hatte eine verheerende Niederlage einstecken müssen. Dem Bogen konnte man nichts entgegensetzen. Wallace hatte einfach Pech, dass diese neue Taktik gegen ihn eingesetzt wurde und sich als erfolgreich erwies. Das kann man dem schottischen Adel nicht in die Schuhe schieben. Der Legende nach kann Wallace keinem Adligen trauen. Nach der Schlacht soll er sich mit Robert Bruce, dem zukünftigen König, getroffen haben. Sie standen sich am Fluss Carron gegenüber. Und Bruce fragte, warum widersetzt du dich dem englischen König? Warum schlägst du den Rat der schottischen Aristokratie aus? Eure Schuld ist's, sagte Wallace. Es sei bekannt im Lande, wer gegen sein eigenes Volk kämpft, welch eine Schande. Nicht das Recht zu herrschen, sondern zu verteidigen ist's, woran mir liegt. Mein Heimatland darf vor bewahren, dass Edward es besiegt. Was wieder und wieder kolportiert wurde, ist das Bild des edlen, einfachen Mannes, des Proletariers, wenn man so will, dem ein verräterischer Adel gegenübersteht. Blind Harry und Braveheart erzählen davon, wie Robert the Bruce inspiriert wurde, die Schotten nach Wallaces Tod anzuführen. Es ist sehr verführerisch, einen derartigen Zusammenhang herzustellen. Aber ich glaube, Robert Bruce wäre darüber eher verärgert. Denn er und seine Familie haben vor, während und nach Wallace eine überaus aktive politische Karriere verfolgt. Robert Bruce wird sich kaum hingesetzt und überlegt haben, was hätte Wallace wohl in dieser Situation gemacht. Ich glaube, er kannte die Guerilla-Taktiken und verfügte über genügend militärische Begabung. Er brauchte wirklich niemanden, der ihm sagte, was zu tun war. In den Jahren nach der Niederlage bei Falkirk werden die Schotten mürbe gemacht. Um 1305 stimmt der Adel einem Friedensvertrag zu und König Edward festigt seine Herrschaft über Schottland. Nur Wallace weigert sich, aufzugeben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er eine Nervensäge war. Dass es nicht besonders sinnvoll war, eine Diskussion mit ihm zu führen, zumal er im Diskutieren nicht gerade gut war. Wallace hatte eine sehr einseitige Sichtweise auf die Dinge. Die Schotten hatten mehrheitlich für den Frieden gestimmt, Wallace nicht. Und er weigerte sich, sich friedlich zu verhalten. Heute kann man leicht sagen, wir hätten dasselbe getan. Doch damals war die Situation eine andere. Und nach 8 Jahren Krieg wollten die meisten Menschen einfach nur leben. Kurz gesagt, er wurde zur Plage. Für manche sogar zur Peinlichkeit. Wallace wird von Engländern und Schotten zum Gesetzlosen erklärt. Blind Harry berichtet vom letzten Verrat durch den Adel. Derjenige, der zuvor noch als des tapferen Wallace Freund gesehen, konnte bald schon der mächtigen Versuchung nicht widerstehen. Er verriet sich selbst und auch seine Ehre, auf dass sein Mammon sich vermehre. Als er das Gold dann nahm, konnte man ihn zwingen, Wallace wohlbewacht zum Feind zu bringen.
Vielleicht war es ja so, dass Wallace verraten werden musste. Möglicherweise hatte er sich 1305 bereits so weit aus dem Fenster gelehnt, dass niemand mehr auch nur einen Pfifferling für ihn gab. Er gehörte zu den Typen, die nie wissen, wann Schluss ist. Einer, der auf jeder Party der Letzte sein muss. Solchen Leuten sind wir alle schon mal begegnet. Aber speziell in seinem Fall war man wohl der Meinung, dass er nicht nur die Sicherheit des schottischen Königreichs gefährdete, sondern sogar dessen Existenz. In Rob Royston nahe Glasgow weist ein Denkmal auf die Stelle hin, an der Wallace gefangen genommen wurde. Der für seine Übergabe an England verantwortliche Schotte, Sir John Menteith, gilt seither als Verräter. Menteith erfüllte seine Pflicht. Schließlich hatte er Edward I. den Treueid geschworen. Ihn machte man zum Sündenbock. Aber er war nur einer von vielen, die genauso gehandelt hätten. Er war damals Sheriff der Engländer. Die Lage ist aussichtslos. Weder von den Franzosen noch vom Papst bekommen die Schotten Rückendeckung. John de Bayeul war im Exil. Das Schiff sank und jedermann versuchte, sich zu retten. Wenn Menteith wirklich ein Verräter war, wie kommt es dann, dass wir ihn ein paar Jahre später im Bannkreis von Robert Bruce antreffen? Wie kommt es, dass er 1320 im Zusammenhang mit der Erklärung von Arbroath, dem großen Dokument der schottischen Freiheit, erwähnt wird? 1305 ist Wallaces Gefangennahme eine patriotische Tat. Nach einer kurzen Gerichtsverhandlung wird er durch die Straßen Londons geschleift und in Smithfield gehängt, gestreckt und gevierteilt. Wallaces brutaler Tod entflammt keinerlei Rebellion in Schottland. Nahezu zwei Jahrhunderte vergehen, bevor man ihn zum Märtyrer macht. Blind Harry benutzt die Geschichte von Wallace, um gegen ein Bündnis mit England zu argumentieren. In der viktorianischen Epoche wird mit ihr die Einheit gefeiert. Und mit dem Freiheitskämpfer Wallace in Braveheart wird seine Geschichte ein weiteres Mal ausgeschlachtet. Braveheart hat zweifellos etwas bewirkt. Ich würde nicht behaupten, dass er epochemachend oder epochenzerschmetternd war. Aber Mel Gibsons Film kam zu einem entscheidenden Moment der schottischen Geschichte, was freilich nicht unmittelbar mit ihm zusammenhing. Gegen Mitte der 90er Jahre hatte Schottland eine neue Art Selbstbewusstsein erlangt. Meiner Meinung nach das Resultat der Bestrebungen für die Schaffung eines Regionalparlaments. »1997 bei den allgemeinen Wahlen wird auch ein Referendum für ein schottisches Parlament vorgeschlagen. Die Politik vereinnahmt das Selbstbewusstsein der Menschen und den Erfolg von Braveheart für sich.« Die Politiker nutzten die Stimmung in der Öffentlichkeit ebenso, wie sie versuchten, Wallace zu benutzen. Braveheart wurde zum Sprungbrett, um eigene Programme an den Mann zu bringen. Wallace und seine Geschichte standen wieder einmal im Mittelpunkt einer politischen Kampagne. Sein Kampf für Schottland ist auch heute noch lebendig. Die meisten Menschen würden den Versuch, die Geschichte von William Wallace für irgendeine politische Partei auszuschlachten, missbilligen. Sie sind neidisch, weil sie nicht meinen Namen tragen. Wenn ich Menschen so aufrütteln könnte wie er, könnte ich ganz Schottland aufrütteln. Die Nationalisten der SNP wollten natürlich vom Braveheart-Phänomen profitieren. Ihr Wahlslogan lautete: Bravehearts sind nicht kleinmütig. Es gab Leute, die am Ende des Films spontan applaudierten. Die Nationalisten lagen also nicht falsch, wenn sie glaubten, daraus Kapital schlagen zu können. Die SNP verdoppelt die Zahl ihrer Sitze. Der Sieg der Labour Party bringt Schottland das Referendum.
Braveheart nahm einen bedeutenden Einfluss auf die Regionalisierungsdebatte. Der Film hat die Gedanken der Menschen auf eine historische Kontinuität gelenkt, auf eine historische Präzedenz, wenn man so will. Nämlich, dass Schottland schon einmal seine Unabhängigkeit erlangt hatte. Und auf gewisse Weise hat Braveheart den Gedanken an die Möglichkeit verstärkt, sich ein parlamentarisch autarkes oder gar unabhängiges Schottland vorzustellen. Prozent stimmen für ein schottisches Parlament. Die Politiker brauchen Braveheart nicht mehr. Und die schottischen Nationalisten verwerfen ihre Wallace-Slogans. Braveheart taugte für eine Kampagne, für einen Wahlkampf, nicht aber als ständige Symbolfigur einer modernen politischen Partei. Braveheart und die Wallace-Geschichte werden einseitig und undifferenziert erzählt. Es geht nur um Unabhängigkeit, lokale Auseinandersetzungen und Krieg. Eine derart polarisierte politische Sichtweise kann in der heutigen Welt nicht erfolgreich sein. Die politische Ausschlachtung von Braveheart ist kurzlebig, aber der Film hat nach wie vor seine Wirkung. Entscheidend ist, Braveheart hat Schottland der Welt auf bemerkenswerte Weise näher gebracht. Der Film transportiert die starke, wenn auch vereinfachende Botschaft: Seht her, das ist Schottland. Und das bringt gleich mehrfachen Nutzen. Nehmen wir nur die Tourismusbranche. Für jede Nation ist es vorteilhaft, wenn sie Charakteristika aufzuweisen hat, durch die Touristen angelockt werden. Braveheart hat dahingehend für uns gearbeitet. Das zeigt die große Anzahl an Amerikanern, die Schottland und insbesondere das Gebiet um Stirling besuchen. Die Besucherzahl am Wallace-Monument ist um 200% angestiegen. Der Kassenschlager Braveheart kann einer Gratiswerbung für Schottland im Wert von 11 Millionen Pfund gleichgesetzt werden. Durch Braveheart wurde die Story einem weltweiten Publikum näher gebracht, das zuvor nichts davon wusste. Der Film hat dafür gesorgt, dass Wallace als Schottlands größte Symbolfigur bekannt wurde. Zum 700. Todestag von William Wallace kamen Besucher aus aller Welt nach Stirling. Die größte Attraktion im Monument, das Wallace-Schwert. Die 1,5 Meter lange und 10 Zentimeter breite Waffe ist untrennbar mit der Legende des furchtlosen Kriegers verbunden. Ja, das Schwert ist schon ein beeindruckendes Teil. Ein riesiger Zweihänder. Schwer vorstellbar, dieses mächtige Stück Eisen hochzuheben, es über den Kopf zu schwingen und damit Hiebe in alle Richtungen auszuteilen. Aber allein sein Anblick verstärkt unsere Vorstellung von Wallace als nahezu übermenschliches Wesen. Im April 2005 wird das Wallace-Schwert zum Prunkstück der Tartan Week, einer Werbewoche für Schottland. Es ist Bestandteil einer Tourismusausstellung in der Grand Central Station von New York. Amerikanischen Freunden erzählte ich, dass dies gleichbedeutend damit wäre, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung auf einer Messe in Glasgow auszustellen, worauf sie eher finster dreinblickten. Aber auch in Schottland gab es Unmut darüber, dass dieses Relikt nach New York reist. Natürlich bleibt die Frage, und Zweifel sind durchaus angebracht, ob Wallace dieses Schwert jemals führte. Fachleute tendieren in die Richtung, dass tatsächlich ein Teil von Wallaces Schwert im existierenden Schwert steckt. Schwerter wurden neu zusammengefügt, neu geschmiedet und was sonst noch alles. Es wäre also möglich. Für Menschen, die daran glauben, dass Wallaces Schwert oder ein Teil davon im Wallace Monument ruht, reicht das aus. Allein das zählt. Es geht hier also um Glauben, nicht um Geschichte. Für Gläubige ist Stirling Legende und Geschichte gleichermaßen. Touristen führt man zum viktorianischen Turm und zur Skulptur, die man für Mel Gibson errichtet hat.
Sie könnte einem Comic entstammen. Was ich an dieser Statue interessant finde, ist, dass viele Schotten, nicht nur Nationalisten, sie für eine fortwährende Verunglimpfung des Andenkens an Wallace halten. Sie reklamieren, dass dieser Stil unangemessen ist, um einer derart heroischen Persönlichkeit wie Wallace zu gedenken. Doch blickt man über die Jahre zurück auf die unterschiedlichen Darstellungen von Wallace, gemalt und als Skulptur, stellt man fest, es gibt kein eindeutiges Bild von ihm. Wallace-Skulpturen reflektierten immer die ästhetischen Vorstellungen und Interessen bestimmter Gruppierungen zu bestimmten Zeiten. Und auf gewisse Weise passt der steinerne Mel Gibson perfekt zu einem zeitgenössischen Wallace. Im Grunde genommen erfüllt die kleine Statue exakt denselben Zweck wie der große alte Feudalturm. Beide projizieren ein spezielles Bild von Wallace. Die Ironie des Ganzen ist die Ironie sämtlicher Gedenkmonumente und Nationalhelden. Wenn Menschen Statuen oder Monumente errichten, tun sie das im naiven Glauben, dass sie für die Ewigkeit sind. Und zwar unabhängig von ihrer zeitgenössischen Bedeutung. 1861 bei der Grundsteinlegung hieß es, dieses Monument repräsentiert die Gelassenheit Schottlands innerhalb einer Union mit England. Menschen des 21. Jahrhunderts sind kaum gelassen, wenn sie an William Wallace und die Einheit denken. Sie sind eher einem schottischen Nationalismus zugeneigt und einem dazu passenden Wallace. Wallaces Legende hat sich ständig verändert. Im 21. Jahrhundert füllen Mythen und Theorien hunderte von Websites, die die Geschichte von Schottlands Helden am Leben halten. Das Internet hat den Wallace-Mythos in ungeahnter Weise anwachsen lassen. Denn es setzt Menschen in die Lage, ihre eigene Wallace-Geschichte zu erschaffen. Die neue Vielfalt passt sehr gut zum Wallace-Mythos, weil wir alle ein Teil dessen werden können. Wir alle können unseren Beitrag zu seiner Verbreitung leisten und öffentlich machen, warum wir Wallace verehren. Heutige Interpretationen müssen nicht zwingend mit früheren übereinstimmen. Die Legende hat sich verändert. Im vergangenen Jahrzehnt genauso wie während der letzten 100 Jahre oder gar über die vergangenen 4, 5, 600 Jahre hinweg. Wir brauchen Helden. Schottland braucht Helden. Das steht außer Frage. Doch es gibt zu viele Lücken in der Geschichte, als dass die Wissenschaft sicher sein könnte. Und wenn sich die Wissenschaft nicht sicher ist, liegt es in der Natur der Sache, dass sich das Volk der Geschichte bemächtigt. Und das ist gut so. Nur, die Legende allein reicht nicht aus. Wir brauchen auch Fakten. Die Legenden über Wallace überdecken manchmal die Fakten. Sein reales Leben wird also von später entstandenen Legenden überlagert. Wozu sind Legenden überhaupt gut? Sie dienen dazu, Lücken aufzufüllen. Und das ist völlig in Ordnung. Aber Mythen erzählen auch etwas über uns und unsere Gegenwart. Jede Generation hat dem William-Wallace-Mythos etwas hinzugefügt, weil sie das zu ihrer Zeit für nötig hielt. Jedes der drei Leben des William Wallace ist eine Mischung aus Fakt und Fiktion. Und zu allen Zeiten haben Menschen das für ihre eigenen Zwecke genutzt. Die Gedenktafel für Schottlands Helden war bisher der einzige Hinweis darauf, was in Smithfield geschah. Nun gibt es dort auch Braveheart-Rindfleisch. In 100 Jahren fragen die Leute vielleicht, was halten Sie vom neuesten Wallace-Mythos? Hat je einer eine Wallace-Oper komponiert? Keine Ahnung, aber es sollte sie geben. In 100 Jahren werden wir Wallace selbst befragen können. Vielleicht entdecken wir ja dann seine geheimsten Gedanken. Auch wenn dies nur virtuell möglich sein wird, die Menschen werden es versuchen. Schon deshalb, weil wir von Persönlichkeiten wie Wallace immer fasziniert sein werden. Fasziniert vom Mythos, dem Helden, dem Mann, der schier Übermenschliches zu leisten imstande war. Solche Persönlichkeiten werden immer gebraucht. Und Wallace ist so ziemlich der einzige dieses Formats in der schottischen Geschichte.